So, wir kommen jetzt zum nächsten Abschnitt und der heißt, was Gauß konveniert anzunehmen. Schauen wir uns zunächst einmal die negativen Größen an. Da gibt es die üblichen Fragen. Also warum gibt 0 mal 0 wieder 0? 2 mal 3, das heißt doch, man nehme 2 mal je 3 Äpfel. 0 mal 3 heißt dann, man nehme kein mal 3 Äpfel. Man nehme also nichts. So weit, so gut. Aber 0 mal 0, das müsste dann heißen, man nehme kein mal keinen Apfel. Kein mal keine Äpfel, da nimmt man also doch Äpfel, oder wie? Das ist verwirrend. Ebenso, wie kann minus 3 kleiner als 0 sein? 0 ist doch nichts. Wie kann etwas kleiner als nichts sein? Und ebenso, warum gibt Minus mal Minus ein Plus? Also in der Schule lernen wir dann vielleicht, nun, der Feind meines Feindes ist mein Freund oder so. Wenn wir uns die negativen ganzen Zahlen, also die gespiegelten, der positiven anschauen, so können wir die Multiplikation mit Minus 1 auffassen als eine Spiegelung. Und daher gibt Minus 1 mal Minus 1 als doppelte Spiegelung die Identität, eben 1. Der wahre Grund aber war, unter Anführungszeichen, der ist, dass wir die Rechengesetze für natürliche Zahlen übernehmen wollen. Erinnern wir uns, dass wir jede ganze Zahl als die Differenz zweier natürlicher Zahlen auffassen könnten. Wenn jetzt A und B sowie C und D natürliche Zahlen sind, B größer als A, D größer als C, dann gilt B minus A mal D minus C ist gleich BD plus AC minus, in Klammer, AD plus BC. Und wenn wir das anwenden auf 1 und 2, dann hätten wir minus 1, das ist 1 minus 2, mal noch einmal minus 1, das ist 1 minus 2, das ist nach dem Gesetz 1 plus 4 weniger 2 plus 2. Also das gibt 1. Und warum dieses Gesetz gilt, zumindest wenn A kleiner als B und C kleiner als D ist, das folgt auch wieder ganz unmittelbar mit Hilfe der Steinhäufchen. Nicht? Also zum Beispiel, wenn ich 8 minus 3 multiplizieren möchte mit 5 minus 2, dann könnte ich mir das große Rechteck, dieses 8 mal 5 Rechteck anschauen und zunächst die rechten drei Spalten wegnehmen und dann die oberen zwei Zeilen wegnehmen und dann aber mich erinnern, da habe ich ja zweimal dieses 2 mal 3 Rechteck oben weggenommen, das ist einmal zu oft, daher muss ich es wieder dazugeben. Daraus folgt 8 minus 3 mal 5 minus 2 ist eben 8 mal 5 weniger 3 mal 5 weniger 2 mal 8 plus 2 mal 3. Wenn wir also dieses Rechengesetz beibehalten wollen, dann muss minus 1 mal minus 1 gleich 1 sein. Und dieselbe Begründung gilt natürlich für 0 mal 0 ist gleich 0. Gauß hat das deutlich formuliert in einem Brief an seinen Ex-Studenten Bessel. Zitat: Man sollte nie vergessen, dass die Funktionen wie alle mathematischen Begriffszusammensetzungen nur unsere eigenen Geschöpfe sind und das, wo die Definition, von der man ausging, aufhört, Sinn zu haben, man eigentlich nicht fragen soll, was ist, sondern was konveniert anzunehmen, damit ich immer konsequent bleiben kann. Zum Beispiel das Produkt aus Minus mal Minus. Ein anderes Beispiel. Es ist leicht, a Quadrat als a mal a zu definieren und allgemeiner a hoch n als a mal a mal a, also ein Produkt von n Kopien von a. Das geht jedenfalls, wenn n eine natürliche Zahl ist. Aber wie definiert man a hoch 0? Das Produkt von 0 Kopien von a, die Zahl a, kein mal
mit sich selbst multipliziert. Hier könnte man in endloses Grübeln verfallen. Aber stattdessen erinnert man sich an die schöne Formel a hoch m plus n ist gleich a hoch m mal a hoch n, die für alle natürlichen Zahlen m und n gilt. Und man probiert es dann für m gleich 0. Dann erhält man a hoch n ist gleich a hoch n plus 0 ist gleich nach der Regel a hoch n mal a hoch 0. Und dann sieht man sofort, dass hier a hoch 0 konveniert. Ja, analog geht man natürlich vor, um a hoch n zu definieren, wenn n eine negative ganze Zahl oder wenn n eine rationale Zahl ist. Man versucht nicht, das Wesen der Potenzierung zu ergründen, sondern man möchte liebgewordene Rechenregeln beibehalten. Das läuft unter dem Namen Permanenzprinzip. Vielleicht sollten wir uns vor Augen führen. Zu der Zeit, als Kant sein Büchlein über die negativen Größen verfasste, hatte Euler schon längst seine berühmte Formel veröffentlicht. Darin ging es um die ominöse Zahl e, also diese 2,71 und so weiter, deren Logarithmus 1 ist. Diese Zahl wird zu einer Potenz erhoben. Aber was für eine? E Quadrat wäre leicht zu verstehen. E hoch 3,14 schon weniger, aber in der Potenz steht eine Bruchzahl, das geht. E hoch Pi ist noch ein bisschen umständlicher, aber in der Eulerschen Formel geht es sogar um E hoch I mal Pi, wobei I die imaginäre Einheit ist. Euler gelingt es tatsächlich durch schlafwandlerisch anmutende Manipulationen an unendlichen Reihen zu beweisen, dass diese Zahl E hoch I Pi nichts anderes ist als minus 1. Und nach dieser Tour de Force stößt sich die Weltweisheit an der rechten Seite der Formel, an dem minus 1, und ruft erstaunt: Moment, es kann doch nichts kleiner sein als das Nichts. Zahlen sind zum Zählen da, 1, 2, 3 Äpfel, aber nie sieht man eine Obstschale mit minus 3 Äpfeln. Zahlen sind vielleicht auch zum Messen da, 1, 2, 3 Fuß, aber nichts in der Welt misst minus 3 Fuß. Ja, aber Zahlen sind eben auch zum Rechnen da. Und dieser Aspekt hat sich im Lauf der Geschichte in den Vordergrund gedrängt. Im Vergleich zu den negativen Größen sind die Bruchzahlen leicht zu verstehen. Ein halber Apfel, 2,5 Fuß Abstand, 3/4 Heurigen. Sogar eine Irrationalzahl wie Wurzel 2 ist sinnfällig, solange ist die Diagonale des Einheitsquadrats. Also diese rationalen Zahlen, die werden in jeder höheren Kultur verwendet. Wenn auch manchmal mit uns heute sonderbar erscheinenden Einschränkungen. So verwendeten die alten Ägypter nur Stammbrüche, also Brüche von der Form 1 durch n. Und sie verwendeten deren Summen, wobei sie konvenierten, also abmachten, dass jeder Stammbruch in so einer Summe höchstens einmal vorkommen darf. Man kann damit alle rationalen Zahlen erhalten, aber nur auf höchst umständliche Art. Nun, wenn man sich auf die Grundrechnungsarten beschränkt, Addition, Multiplikation, die dazu inversen Subtraktion, Division, so kann man also in den rationalen Zahlen ohne Einschränkung rechnen. Also rechnen wir ein bisschen. Gehen wir aus von a gleich b und multiplizieren wir beide Seiten mit a. Es gibt a Quadrat gleich ab. Und addieren wir zu beiden Seiten a Quadrat weniger 2ab. Es gibt also links a Quadrat plus a Quadrat minus 2ab und rechts ab plus a Quadrat minus 2ab. Oder wenn wir vereinfachen wollen, links steht 2 mal a Quadrat weniger ab und rechts steht a Quadrat weniger ab. Und durch Kürzen der beiden Seiten mit a Quadrat weniger ab folgt daraus, oje,
2 gleich 1. Also was ist da geschehen? Nun, uns ist der Fehler Nummer 1, der häufigste unterlaufen. Wir haben mit der 0 dividiert, nämlich als wir durch a Quadrat weniger ab gekürzt haben, wegen der Annahme a gleich b, ist das ja 0. Also wenn ich vorher gesagt habe, wir können mit den rationalen Zahlen ganz ohne Einschränkung rechnen, dann stimmt das nicht. Eins darf man nicht tun. Man darf nicht durch 0 dividieren. Das ist schmerzhaft. Ausgerechnet, 1 ist verboten. So wie die Früchte von dem einen Baum im Paradies oder wie das Öffnen von dem einen Raum im Blaubarts Schloss. Könnte man denn nicht etwa, so fragen begabte Kinder manchmal, könnte man nicht eine Zahl, sagen wir mit dem Zeichen unendlich, dadurch einführen, dass wir definieren 0 mal unendlich gleich 1? Das Problem ist, dass 0 plus 0 gleich 0 ist. Hält man also an den üblichen Rechenregeln fest, also speziell an der Distributivität, dann folgt 1 ist gleich 0 mal unendlich, ist gleich Klammer 0 plus 0 mal unendlich, ist gleich, jetzt ausmultipliziert, 0 mal unendlich plus 0 mal unendlich. Und das wäre nach unserer Auffassung gleich 1 plus 1, das wäre 2. Das wäre ein Widerspruch. Nun könnte man sich also sagen, verzichten wir halt auf die Distributivität. Aber das stellt sich als ein zu hoher Preis für diese neue Zahl unendlich heraus. Um mit Gauss zu sprechen, es konveniert nicht. Das heißt nicht, dass es kein Unendlich gibt. Das heißt nur, dass eine Zahl unendlich mit der Eigenschaft 0 mal unendlich gleich 1 nicht als ein Mitglied in den Club der rationalen Zahlen aufgenommen wird. Die Clubregeln würden darunter leiden. Also diese rationalen Zahlen, die haben gegenüber den ganzen Zahlen eine sonderbare Eigenschaft. Man kann sie zwar der Größe nach anordnen, aber es gibt keine nächstgrößere rationale Zahl. Zwischen je zwei rationalen Zahlen liegen weitere, damit unendlich viele. Sie liegen dicht, sagt man. Zwischen je zwei Strichen auf dem Lineal liegen rationale Zahlen. Das könnte demzufolge scheinen, als erfüllten die rationalen Zahlen alles, was man von Zahlen verlangen kann. Also man kann damit nach Herzenslust rechnen und beliebig genau messen. Es kam daher für Pythagoras und seine Schüler, also jene erste Gruppe von Mathematikern und Philosophen, in der wir Kenntnis haben zumindest, es kam wie ein Donnerschlag, als sie erkannten, dass die rationalen Zahlen dennoch lückenhaft waren. Nicht jede Länge ist eine rationale Zahl. Die Länge der Diagonalen des Einheitsquadrats etwa ist es nicht. Und ebenso wenig die Länge der Diagonalen des regelmäßigen Fünfecks mit der Seitenlänge 1. Diese Strecken sind, das heißt, inkommensurabel. Der Legende nach wurde der unglückliche Hippasus, der das entdeckt hatte, von den Pythagoreern unverzüglich ertränkt. Aber es half nichts. Die Kunde ließ sich nicht unterdrücken. Zur Zeit von Plato hat man sich schon an die Nachricht gewöhnt gehabt. Fast beiläufig erwähnt da der junge Nachwuchsmathematiker Theaetetos im gleichnamigen Dialog, dass er mit seinen Schulfreunden soeben den Beweis der Irrationalität der Quadratwurzeln aller Zahlen zwischen 3 und 17 durchgearbeitet hatte. Dass die Wurzeln von 4 und 9 und 16 nicht irrational sind, natürlich, das ließ Theaetetos unerwähnt, ebenso wie die Irrationalität von Wurzel 2
Das waren alles Selbstverständlichkeiten. In der Republik, also dem Nomoi-Buch von Plato, kommt dieser nochmals auf die Inkommensurabilität von Strecken zu sprechen. Er sagt, ihr wackeren Hellenen, es ist eines von den Dingen, davon gesagt wird, es sei eine Schande, wenn man es nicht wisse. Und wenn man das Notwendige weiß, ist es erst recht noch keine sonderliche Ehre. Es gab also damals schon einen gewissen Bildungskanon. Um doch auch heute noch über die Irrationalität staunen zu können, zwei Bemerkungen. Die rationale Zahl a durch b lässt sich, das haben wir gesehen, als ein Paar ganzer Zahlen a-b darstellen. Natürlich gilt b verschieden von 0. Also lässt sich darstellen als Gitterpunkt in der Ebene. Genauer gesagt als eine Menge solcher Gitterpunkte, denn mit ab steht ja auch jeder weitere Gitterpunkt auf der Geraden durch den Ursprung und ab dieselbe Bruchzahl dar. Ein Vielfaches, vom Ursprung jetzt abgesehen. Dass Wurzel 2 irrational ist, das bedeutet, dass die Gerade durch den Ursprung und den Punkt Wurzel 2 bei Strich 1, diesen Punkt, keinen Gitterpunkt berührt. Dann gibt es unendlich viele Gitterpunkte in der Ebene, aber offenbar ziehen manche Geraden durch den Ursprung an allen weiteren Gitterpunkten vorbei, bis ins Unendliche. Und noch erstaunlicher ist es, wenn man abgeschlossene Irrationalzahlen, also abgeschlossene Intervalle rationaler Zahlen betrachtet. Sie bestehen aus allen Bruchzahlen zwischen den rationalen Randpunkten des Intervalls, diese mit eingeschlossen. In jedem solchen Intervall liegen unendlich viele rationale Zahlen. Wir stellen uns jetzt eine Folge von solchen Intervallen vor, ineinander geschachtelt, sodass jedes Intervall alle folgenden enthält. Und die Länge dieser Intervalle, die strebe gegen Null. Dann kann es vorkommen, dass der Durchschnitt all dieser Intervalle leer ist. Das ist ja wirklich wie ein Taschenspielertrick. Man greift zu, hat immer unendlich viele Zahlen zwischen den Fingern und dann zuletzt doch keine mehr. Ja, jede dieser beiden Bemerkungen führt zu einer Konstruktion der reellen Zahlen. Man definiert die Geraden durch den Ursprung oder die Folgen von ineinander geschachtelten Intervallen als reelle Zahlen. Geraden durch einen Gitterpunkt oder die Intervallfolgen mit nicht leerem Durchschnitt, das sind die entsprechenden rationalen Zahlen. Die Geraden dagegen, die ins Leere laufen oder die Intervallfolgen, die ins Leere greifen, die werden als irrationale Zahlen aufgefasst. Da muss man nur noch die Rechenoperationen so definieren, dass alles zusammenpasst, also das heißt plus, mal, größer und so weiter. Sollte man meinen, das ist jetzt das Ende der Fahnenstange und tatsächlich in einem bestimmten mathematisch präzisen Sinn sind die reellen Zahlen vollständig. Aber wieder einmal darf man sich durch das Wort nicht irreführen lassen. Die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende, wie Sie wissen. In der Renaissance kam die imaginäre Einheit auf. Jene Zahl i, deren Quadrat minus 1 ist. Sie wurde also passend genug von Abenteurern und Glücksrittern eingeführt, nämlich Tartaglio und Cardano. Ihren Namen erhielten die imaginären Zahlen 100 Jahre später durch Descartes. Man könnte, so meinte Descartes, sich zu jeder Gleichung so viele Lösungen imaginieren, wie der Grad angibt. Nur sind manche dieser Lösungen eben keine wirklichen Größen.
Damit erkannte Descartes bereits die wahre Sensation, die hinter dieser rätselhaften Größe I steht. Denn auf den ersten Blick scheint es ja mit den Lösungen von x² gleich minus 1 so zu laufen wie mit den Lösungen von x² gleich 2. Aber für x² gleich 3 oder x² gleich 5 muss man jedes Mal neue irrationale Zahlen einführen. Wurzel 2 hilft einem da nicht weiter. Man muss Wurzel 3 und Wurzel 5 und so weiter dazufügen. Hingegen kann man mit Hilfe von diesem ominösen i, das x² gleich minus 1 löst, mit einem Schlag alle Polynomgleichungen lösen. In diesem algebraischen Sinn sind auch die komplexen Zahlen vollständig. Und wenn sie die Polynomgleichungen von n-ten Grad sind, dann gibt es n-Lösungen, sofern man nur richtig zu zählen versteht. Auch das übrigens verlangt wieder die richtige Konvention. Also das hat erstmals Gauss überzeugend bewiesen. Ihm verdankt man auch, dass sich die Darstellung der komplexen Zahlen als Punkte in der Zahlenebene durchgesetzt hat. Mit einem Schlag waren dadurch alle Bedenken beseitigt. Wie Gauss selbst schrieb, waren die komplexen Zahlen, und auch dieser Ausdruck stammt übrigens von ihm, waren die komplexen Zahlen bis dahin, ich zitiere, weniger eingebürgert als nur geduldet. Sie erschienen mehr wie ein an sich inhaltsleeres Zeichenspiel, dem man ein denkbares Substrat unbedingt abspricht. Die komplexen Zahlen waren also nichts als die Punkte der guten alten euklidischen Ebene. Die Multiplikation komplexer Zahlen nichts als eine Drehstreckung. Allerdings hatte man bei der Erweiterung der Zahlkörper, des Zahlkörpers, von den reellen auf die komplexen Zahlen eines doch aufgeben müssen. Die reellen Zahlen sind der Größe nach geordnet. Bei den komplexen Zahlen kann man das nicht mehr tun. Zumindest nicht mehr, ohne mit den Rechenregeln in Konflikt zu kommen. Erweitert man hingegen die reellen Zahlen zu den hyperreellen, also durch Hinzunahme von unendlich kleinen und unendlich großen Zahlen, so bleibt die Ordnung erhalten, aber manche Rechenregeln gehen flöten. Ja, da die Mathematiker sich an das Erweitern des Zahlbereichs gewöhnt hatten, versuchten sie jetzt statt Paare von Zahlen Trippel von Zahlen zu multiplizieren. Das wollte und wollte nicht klappen, jedenfalls nicht so, dass die gewohnten Rechenregeln galten. Und dann kam William Hamilton drauf, dass sich Quadrupel multiplizieren lassen und einen Zahlenkörper bilden, der die komplexen Zahlen umfasst. Allerdings musste man dafür auf die Kommutativität verzichten. Und später fand man in den Oktaven, also Tupeln von 8 reellen Zahlen, eine Erweiterung der Quaternionen. Jetzt war allerdings die Multiplikation auch nicht mehr assoziativ. Heute weiß man, wenn man in n-dimensionalen Vektorräumen dividieren will, auf eine sinnvolle Art, dann muss n gleich 1 oder 2 oder 4 oder 8 sein. Also fragt man Mathematikerinnen oder Mathematiker, was eine Zahl ist, sie werden sie wahrscheinlich zunächst abwiegeln. Viele teilen die Auffassung von Karl Popper, wonach was ist Fragen zumeist unergiebig sind. Aber wenn man nicht nachgibt mit der Fragerei, so erhält man vermutlich schließlich zur Antwort, eine Zahl ist ein Element eines Zahlsystems, eines Rings, einer Divisionsalgebra, eines Körpers, was auch immer. Ebenso wird man übrigens auf die Frage, was ist ein Vektor, zur Antwort kriegen, ein Element eines Vektorraums. Und nicht die Antwort, das ist eine gerichtete Größe, das ist
was ständig überholt. Und auf die Frage, was ist eine Symmetrie, wird man zur Antwort kriegen, eine Symmetrie ist Element einer Symmetriegruppe. Das mag vielleicht unbefriedigend sein, aber es stimmt irgendwie mit der Auffassung Wittgensteins überein, dass die Bedeutung eines Begriffs sich über seinen Gebrauch erschließt. Der Gebrauch ist eben ein vielfältiger. Wir halten uns an erlernte Gewohnheiten fest, solange es geht, und führen immer neue Arten von Zahlen ein. Auch gar nicht sein, dass ein roter Faden diese Zahlbegriffe verbindet. Vielleicht, so meint Wittgenstein ungefähr, vielleicht sind die Zahlen wie die Fasern in einem Seil. Die Fasern reichen nur ein Stück weit, nicht von einem Seilende zum anderen. Und doch, sie verleihen dem ganzen Seil Zugkraft und Festigkeit.